Die Musik. Was bist du denn? Und willkommen zurück zu einem neuen Projekt hier bei Drawing Paper. Diesmal wird es sein Wake Up Made by the Sleepy Koala. Und wir haben ja auch hier oben ein Koala-Bild. Ich werde jetzt mal ganz kurz meine Kamera wahrscheinlich ein bisschen nach unten versetzen, damit ihr das denn sehen könnt. Und ja, keine Ahnung, worum es in dem Spiel geht. Auch wieder hier versuche ich blind ranzugehen, damit ich mich nicht spoiler und damit ich nicht vorher schon weiß, was mich hier groß erwartet. Einstellen können wir jetzt nicht wirklich viel, aber wir können das Game einfach mal starten. Pages collected, 0 von 7. Okay, das ist ein Page Collecting Game oder was? Habe ich übrigens so noch nie gespielt. Also ich habe weder diese Slenderman-Thematik noch andere Games in diese Richtung gespielt. Also deswegen weiß ich jetzt nicht ganz genau, was mich hier erwartet. Wake up. Okay. The chef recommends fried eggs and bacon. Ich glaube, da soll ich mich bestimmt nicht drauf konzentrieren. Ich frage mich gerade wirklich, bin ich der Einzige auf den Straßen? Oder ist da noch was in den Schatten unterwegs? Steht da? Love you, I love you. Okay. Ich dich auch. Was genau passiert hier gerade? Remember. Die Musik. Was bist du denn? Ja, das ist ja jetzt super gelaufen. Also irgendwas verfolgt mich hier. Das heißt, jetzt wieder die Seite holen. Damit habe ich wahrscheinlich irgendwas beschworen. Keine Ahnung. Geh kurz hier rein. Zu der I love you Seite. So. Vielleicht jetzt die ganze Zeit auf Shift bleiben. Und wenn sich die Optik verändert, haben wir irgendwas hinter uns. Was steht hier? I'm always watching. Ja, ganz toll. Shit. Gut. So laufen diese Games also. Ich glaube, wenn wir das die erste Seite, dass das Vieh da irgendwie triggert. Muss irgendwie versuchen, andere Wege zu laufen. Ich weiß noch nicht, kann ich weggucken? Kann ich nur wegrennen? Ich habe keinen Plan, wie ich da wegkomme. Die dritte Seite, die triggert, glaube ich, noch mehr. Shit. Soll ich das bitte packen? Dieses Game durchzukommen, wenn dieses Vieh einfach auf mich zurennt. Komm, lauf. Weil sobald das mit der Kamera sich da irgendwie verändert, habe ich die absolute Arschkarte gezogen, weil es da hinter mir her ist. Also. Ich renne mal hier runter, weil. Weiß das, wo ich die Seiten abhole, oder? Ob die Musik triggert, dass es in der Nähe ist. Da ist es. Hab ich gesehen. Scheiße.
Gut, also man kann es irgendwie auf sich aufmerksam machen, sollte man aber nicht. Lauf, 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 lauf. Also jetzt habe ich schon mal auf, ich glaube, 4 Seiten geschafft. Das ist ja schon mal ein... Schritt nach vorne. Oh Gott. Ja, komm. Ich glaube, die Musik sagt dir aber auch an, dass es in der Nähe ist, ne? Mal da weg, weil ich glaube, es läuft dann immer dahin, wo ich die letzte Seite geholt habe. Voll hoffe ich, dass das so ist. So, ich renne mal hin. Weiß nicht, ob es mich hören kann. Ich glaube persönlich, dass es dahin rennt, wo ich die Seiten einsammle. Das hat mich. Fuck. Gut, jetzt waren wir schon bei 5 von 7 Seiten. Also irgendwie versuche ich hier natürlich durchzukommen. Das Game halt dementsprechend durchzukriegen. Weil bei der Short Horror Story, da habe ich ja mittendrin nicht unbedingt aufgegeben, aber ich fand das einfach albern, das Game. Wo ich da auf diese Aliens geschossen habe, da in dieser Höhle. Und gefühlt die ganze Zeit ich da mit dem Revolver mal nachladen musste und irgendwie bin ich dann gestorben und bin ich dann an den Anfang wieder zurückgesetzt worden. Das fand ich irgendwie nicht so geil. Ich weiß halt auch nicht, wo es ist, ne? Also, vielleicht sollte ich sogar, ich kenne mich halt mit diesen Games nicht aus, vielleicht sollte ich einfach mal ein bisschen Gang runterschalten, wenn ich schon merke, dass die Kamera langsam, aber sicher so grisselig wird. Ist auf mich aufmerksam geworden, weil jeder mal. Wake up. Find a way forward. Versuche jetzt irgendwie Teufel komm raus, nicht entdeckt zu werden. Jetzt ist die Kamera durchgehend so grisselig. Da, 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 lauf, 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 lauf. Wake up! Mach auf! Okay, das war Wake Up. Ein kleines, aber feines Spiel, wo man Seiten finden musste, um dann irgendwann aufzuwachen. Das hatte so ein bisschen was von Slenderman. Ich weiß zwar nicht genau, was passiert, wenn man bei Slenderman alle Seiten gesammelt hat, aber das war ja das gleiche Konzept. Durch den Wald laufen, hier war es eine Stadt, sage ich mal, oder ein kleines Dorf. Seiten sammeln und dann passiert halt irgendwas und hier musst du den Ausgang finden, um endlich aufzuwachen und nicht von diesem komischen Vieh gefangen zu werden.
Ich danke auf jeden Fall bis hierhin für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns das nächste Mal wieder zu einem neuen Projekt hier bei Drawing Paper, wenn ihr mögt. Und bis dahin, bye bye.